Wie seid ihr euch begegnet? Peter, sag's mal. Wir waren nebeneinander auf der Schulbank gesessen. So ist es. Das war 56 in München. Ich nehme an, du hast auch Aufnahmeprüfungen machen müssen. Oder bist du gleich angenommen? Das weiß ich eigentlich. Das habe ich auch vergessen. Ich weiß es noch genau, wie es ging. Weil es gab eine Aufnahmeprüfung in 56. Ah ja, doch. Ja. Und zwar wurde die Prüfung sinnigerweise im Blindeninstitut in der Lothstraße abgehalten. Mhm. Da waren etwa 300 Leute, genauso wie heute, und wir hatten nur 30 Studienplätze. Und da sind Peter und ich durchgekommen. Der Eberhard Hauff war der Direktor damals von dieser neuen Filmhochschule, der Vorläufer vom heutigen HFF. Und so landeten wir beide tatsächlich in der Schulbank. Aber der Peter hatte uns einiges voraus. So wie ich es mir erinnere, kamst du schon vom IDEC eigentlich. Nein, das IDEC war in der Nähe. Nee, ich hatte schon die Eintagspflege gemacht. Das heißt, ich hatte schon praktische Erfahrung beim Schonger draußen in Aber nicht das IDEC, ne? Nee. Das IDEC war danach. Du bist hinterher zum IDEC gegangen, ja. Aber dafür hast du die Eintagspflege gemacht und das ist wirklich ein wunderbarer Film. Er war uns also ziemlich weit voraus, muss ich sagen. Gestalterisch. Ja, ich hatte ein bisschen praktische Erfahrung, weil ich ja Aufnahmeleiter gemacht habe zum Beispiel in Wolf und den Sieben Geißlein. Sehr wichtig. Und Beleuchter und alles Mögliche. Naja, aber die Märchen-Episode hat natürlich bei dir, ich würde nicht sagen bis zum heutigen Tag, aber hat so weitergewirkt. Ich meine, wenn ich gestern Alexander und das Auto ohne linken Scheinwerfer gesehen habe, das fand ich ganz... war ich ganz gerührt eigentlich. Und auch über den Test, dann hat das schon durchgewirkt, was du bei lieben Schonger da beruflich machen musstest. Hast du jetzt ins Kuriose umgeändert. Ja, aber ich bin ja zum Schonger gekommen, weil ich vorher beim Zirkus war, beim Sarasani. Und da habe ich so Geschichten geschrieben für Kinder. Und es hat irgendeine Provinzzeitung hat da so eine Geschichte veröffentlicht. Da war ich ganz stolz. Und das hat wieder irgendwie der Schonger zu lesen bekommen. Also so kam ich mit dem Schonger in Verbindung. Und der wollte eigentlich aus dieser Geschichte einen Film machen. Der wurde da nie gemacht. Aber dann weiß ich, also entweder der Schonger kam zum Zirkus oder ich fuhr mit dem Schonger nochmal zum Zirkus und wir haben mit dem Direktor gesprochen und er war auch einverstanden, dass wir da drehen und so. Aber irgendwie kam dieser Film nie zustande. Aber das Witzige ist, dass ich den dann... 6 oder 7 Jahre später gedreht habe, der Zirkus kommt, mit einem kleinen Zirkus Althoff, habe ich den Film gedreht, das wussten wir gar nicht voneinander, als Regisseur auch noch. Ja, ich erinnere mich, du hast mir das einmal erzählt. Den habe ich gemacht. Wir haben denselben Dialog schon mal vor einem halben Jahrhundert gemacht. Aber nicht mit der Kamera, also nicht mit laufender Kamera. Mhm. Also der Peter hatte sowohl Zirkus und die Eintagsfliege, wie gesagt, ein toller Gedanke. Und auch toll ausgeführt, weil ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und die meisten von uns waren, ich war wohl eine der jüngsten Stelle, denke ich mal, damals schon. Und da war ein Umfeld eigentlich, es war eine sehr gemischte Klasse, wollen wir mal sagen. Da waren Streber dabei, und von denen man nie mehr was gehört hat. Und es gibt eigentlich nur einige aus dem ganzen Semester, wo die bis heute... eigentlich noch Filme machen. Oder überhaupt der schwedische Kameramann dabei? Der Peter Wester. Der Peter Wester. Mit dem bin ich heute noch befreundet. Der Peter Gehrig. Der Peter Gehrig, der für mich viele Filme gemacht hat dann. Mhm. Und Volker Vogler, der leider verstorben ist und zuletzt sehr erfolgreich war als Krimi-Autor. Mhm. Ist vor 2 Jahren auf Ibiza gestorben. Und hier sitzen also zwei Lebenden lang, sagen wir mal, aus dem Semester, die beide sehr aktiv sind noch. Mhm. Wie habt ihr euch dann wiedergefunden, nachdem Peter im IDEC war und du weiter studiert hast nach dem Diplom? Naja, ich habe ja parallel Theaterwissenschaft studiert an der Uni, aber das wurde schon sehr bald bei mir wurde das eigentlich verstört, weil ich dachte, jetzt will ich auch mal einen Film machen. Peter hat seinen Eintagsflieger, ich hatte ja noch keinen Film. Und so habe ich dann eines Tages habe ich gesagt, schön auf der Uni, aber ich habe dann Hundstage gedreht. Da war ich 21. Ja. Erzählt doch mal über die Finanzierung des Filmes. Naja, das weiß Peter genauso. Es gab gar keine Finanzierung. Kein Verleih wollte mitmachen. Es wollte kein Fernsehanstalt mitmachen.
Also wir hatten nur eine kleine Basissubvention vom Kuratorium Junge Deutsche Film, das ich übrigens selber mitgegründet habe damals. Als Gründungsmitglied sah ich zufällig in den Akten. Ja. Hatte ich ganz vergessen. Gott sei Dank habe ich das gemacht, sonst hätten wir die kleine Subvention nicht gehabt. Und das war's. Und der Rest habe ich alles selber riskiert, weil ich glaubte unbedingt an den Stoff. Ich glaubte unbedingt an Peter. Und wir kannten uns ja schon lange nicht mehr. Also es ist nicht so, dass wir die Schulbank, wo Peter so, das so nett sagte, war natürlich prägend. Man hat Freundschaften, die bis heute halten. Auch wenn man sich manchmal ein bisschen bekämpft und das wieder, das haben, wenn man etwas älter wird, haben ältere Herren haben das manchmal so, dass man immer denkt, Recht zu haben. Das ist natürlich nicht so. Und ich habe unbedingt auf den Film gesetzt. Es war mir auch wurscht. Ich habe gar nicht ans Geld gedacht. Ich dachte, ich will den Film sehen. Hm. Und so, war, so ist es gekommen. Und dann war es natürlich nicht so, dass ich Peter freie Hand gegeben habe. Peter, wie jeder gute Regisseur, will alles. Und der Produzent will gern auch noch überleben. Ich war damals schon verheiratet. Ich hatte schon zwei kleine Kinder. Ja, ich habe nicht das Gefühl gehabt, muss ich sagen, dass du mir jetzt einen besonderen Druck gemacht hättest. Habe ich auch nicht. Natürlich, wir wussten immer, eben schon mit dem Schwarz-Weiß und so, der Film ist so wenig also finanziert. Ich weiß, ich hatte von dem Kuratorium 300.000 Mark, was ja immerhin Geld war damals. Als wir zusammenkamen, hatte ich diese Zuteilung schon. Es war immerhin Geld, aber du musstest eine ganze Menge riskieren, was man ja heute gar nicht mehr macht. Die riskieren und überhaupt nichts mehr. Die machen nichts mehr. Kein Mensch. Die würden sagen, der Film kommt nicht zustande. Und damals hat man eben noch damit gerechnet, dass man zumindest einen Teil dessen, was der Film gekostet hat, im Kino wiederfindet. Und wenn nicht, hat man halt Pech gehabt. Dann musste der nächste Film, müsste der Film so besser gehen. Genauso war es natürlich, weil ich schon eine ziemlich große Produktionsgesellschaft aufgebaut habe. Er hatte schon einen Jaguar, einen Silver. Ich hatte schon 25 Leute fest angestellt und führte selber auch noch Regie bei Sachen, aber Peter ist natürlich weitaus der bessere Regisseur. Das wusste ich damals auch schon. Und ich drehte fürs Fernsehen. Also was Peter schon sagte, der eine Film fing den anderen wieder auf finanziell. Ja? Das hat sich alles so ein bisschen austariert. Ja. Und das war natürlich ganz toll. Und da habe ich gedacht, diesen Jahrzehnt müssen wir haben. Und ich sah gestern, die Barbara Bondi hat ihn geschnitten mit dir. Nachdem erst Janne Sperr ist mit dir kurz angegangen ist. Janne Seitz, die damals noch Janne Sperr hieß. Ganz toller Cutter. Und so ist der Film, den ich tatsächlich gestern zum ersten Mal wieder gesehen habe, nach zig Jahren, ist immer wie ein, erinnerte mich stark, das ist natürlich Bildsprache, aber es erinnert mich, als Moses die 10 Gebote in Stein gehauen hat, so hat Peter seine Einstellung in den Film reingehauen. So, er hat eine Rohform, der nichts ist gleitend oder glatt, bis aufs Ende, bis auf die Yacht selber. Da fängt auf einmal die Travelings an und das andere ist immer so, und das hält einen unheimlich wach als Zuschauer. Es gibt auch unheimliche Möglichkeiten der Interpretation, muss ich sagen, in dem Film. Du gibst auch noch Platz für eigene, es gibt ein Grüppchen, zufällig ist der Film sehr aktuell wieder, es gibt ein Grüppchen Türken, das sind Türken avant la lettre, ja, ich meine, das sind, wer hätte das gedacht, dass es heute ein Zentralproblem ist in Deutschland, dass die angebliche Überfremdung, nicht wahr? Oder aber die Repression innerhalb kleiner Gemeinschaften, wie man das auch beim Weißen Band gesehen hat. Das hast du 40 Jahre vorher gemacht. Und das hat nichts, das ist nicht spezifisch bayerisch, weil wir haben den Film aus Liebe zu Bayern gemacht. Es ist ja nicht so, dass es gegen Bayern war. Man nur hat nicht jeder das so verstanden damals. Ja, auch die, ich erinnere mich, dass du ja danach, nach dem Film, auch keinen Verleih gefunden hast zunächst. Und ich erinnere mich, da war ich nicht dabei, aber du hast erzählt, als du von der Kubaschewski das vorgeführt hast und die hat geglaubt, sie sieht einen Heimatfilm. Ich weiß nicht, wie sehr du dich an diese... Das war die Königin des Heimatfilms und die hat natürlich, das hat auch damit zu tun gehabt, dass wir beim Oberhausen-Manifest gesagt haben, Papas Kino ist tot und die Alten müssen weg. Da gehört natürlich Frau Kubaschewski schon dazu. Die hat, ich weiß nicht, ob das ein Moment der Rache war, aber ich kann mir auch nicht denken, es hat ihr gefallen. Ey. Das kann kaum sein.
Also du hättest mich, so habe ich es in Erinnerung, dass die wütend nach 20 Minuten ja, raus wäre und nicht gesagt, ob man so, sie verarschen will. Da haben sie alle gemacht, ja. Die Konstantin, alte Konstantin mhm. auch, die haben die Türen sogar geschlagen. Mhm. Mit den Türen geschlagen, wieso ich die, deren Zeit in Anspruch nahm. Mhm. Ich hatte nicht den Eindruck, also jetzt besonderem Druck ausgesetzt zu sein. Gut, wir hatten ja wir fanden uns so gut, dass wenn ich was wollte, habe ich auch nicht beim Vorzimmer gefragt, habe ich höchstens gesagt, jetzt ob ich allein und dann bin ich rein. Es war, wir hatten dann sehr, einen kumpelhaften Ton. So. Ich hatte nicht sehr das Gefühl, unter Druck zu sein, mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel, was ich durchaus eingesehen habe, dass du mir gesagt hast, wir müssen diesen ersten Drehtag einhalten, weil da hingen eben verschiedene Sachen dran, sonst kommt alles durcheinander. Und daher kam es ja auch, dass ich kurz vor Drehbeginn noch verschiedene Hauptdarsteller nicht hatte. Aber der erste Drehtag wurde eingehalten. Nein, wir waren eigentlich damals in einer Richtung, wo, doch der Regisseur ein ziemlich hohes Ansehen hatte, also seine Autorenschaft, und so, dass ich manchmal, wenn ich das jetzt bedenke, wenn du sagst, ja gut, ich bin halt Produzent geworden, dass es fast mutiger war damals, Produzent zu werden, weil jeder wollte Regisseur sein und der Produzent, der war irgendwie so der böse Mann, ja, aber mit der Zigarre. Das ließ ich mir aber nicht gefallen. Erstens rauchte ich nicht. Überhaupt das allgemeine Image. Ich denke, ich war der Erste, der Begriff in Deutschland immerhin von Produzent als kreativer Produzent definiert hat, der das auch so aufgefasst hat. Ja. Sonst würde ich es nie machen, bis zum heutigen Tag. Das war auch der Grund zu sagen, okay, es gibt bessere Regisseure, aber der kreativste Produzent, das halte ich mich selber dafür. Und so ist es auch gelaufen, also über 12 Jahre. Ne? Ich ziehe mich zurück auf den Posten, den ich den schönsten der Welt finde, weil letztendlich empfinde ich den Produzent, wie ich ihn definiere, als Spitze der Pyramide, nicht wahr? Da kann der Regisseur sein, wer er will. Ich meine, so empfinde ich mich. Das muss nicht so sein, weil es bleibt der Film des Regisseurs. Der Regisseur macht es, aber der Einfluss des Produzenten auf das Buch, auf die Durchführung der Produktion, nicht die Aufnahmen selber. Und nachher in der Post bin ich, sag mal, ein Erich Pommer ziemlich ähnlich, wenn du so willst. Solche Leute, ja. Wie, war das damals auch schon so? Oder? Nein, ich habe das neu erfunden. Das gab es überhaupt nicht. Ja. Bei der jungen Generation hat Peter recht. In der jungen Generation gab es überhaupt keine, der produzieren eigentlich wollte. Und er hat gesagt, oh Gott, der Robby ist da. Gott sei Dank. Und wir kannten uns alle und wenn ich das Projekt gut fand und interessant, um meine Lebenszeit dafür zu geben, habe ich es gemacht, wie bei Jagdszenen. Aber ich wollte noch was zu der Behinderung sagen. Also ich habe bei Peter nie eingegriffen, künstlerisch, der Film ist total so, wie er ihn wollte. Und ich fand ihn Gott sei Dank auch total gut, so wie er war. Aber ich habe auch mal mit anderen Regisseuren gearbeitet, also zum Beispiel mit dem Paul Verhoeven vom Basic Instinct, da habe ich 5 Filme gemacht sogar. Und einen ganz großen, und da gab es eine ganz andere Story. Der Obitz überzog, also auch, aber es drohte echt zu überziehen. Dann bin ich mit ihm, so wie wir es jetzt, ich bin auch sehr gut mit ihm befreundet. Ich sage, Paul, weißt du, was wir machen? Habe ich das Drehbuch genommen. Ich sage, meines Erachtens ist es zu lang. Da habe ich so reingepickst, habe ich 20 Seiten rausgenommen, sage, so, jetzt sind wir übermorgen fertig. Und so war es. Und was sage ich dir? Jeder ist happy mit dem Film. Ja? Diese 20 Seiten. Aber die hast du schon sorgfältig ausgewählt. Ja, absolut. Die hast nicht einfach so rausgerissen. Absolut. Ein einziges Mal, ich weiß nicht, wir kamen ja vorhin fast drauf zu sprechen, du bist nie interveniert, du hast nie versucht, mich in irgendeine andere Richtung zu drängen, das fand ich sehr gut. Ein einziges Mal, da bin ich am frühen Morgen, weil ich hing gerade an so einer Szene und dachte, die muss ich hinkriegen, bin ich früh in den Schneidetisch gekommen. Da denke ich, was ist denn da los? Was haben da die Götterin gemacht? Wer hat denn da was rumgeschnitten? Und war ich das? Es kam auch nicht zum Streit. Ich habe nur gesagt, bist du wahnsinnig, du schneidest einfach. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ja, gut, schneid. Ich halte es absolut für die Wahrheit, weil es wäre mir nicht wesensfremd, das zu tun. Ja. Wenn mir irgendwas wurmt beim Schnitt,
Vielleicht habe ich es nur ausprobieren wollen. Das war es wohl. Ja, ja. Es ist nicht zurückgeschnitten. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber es wird bestimmt wahr sein, was der Peter erzählt. Ich vielleicht, mal gemacht. Vielleicht hatte die Aufgabe, am nächsten Morgen das zurückzuschneiden. Also weiß ist natürlich nicht möglich. Aber es gibt aber sie hat es nicht zu mir gesagt. Sie hat nur ganz trotzig gesagt, ja, wenn der Produzent mir das sagt, dann mache ich es auch. Schließlich bin ich von ihm engagiert. Das ist sehr loyal, finde ich. War eine ganz tolle Frau. Ja, also ich habe gesagt, dann warst du loyal zum Produzenten, aber nicht zum Regisseur. Dann geh zu deinem Produzenten. Das ist schwierig. Warst du eigentlich auch im Drehort von Jagdszenen? Hast du mal nach dem Regie also das gesagt? Eine Mal, das war so ein paar Tage vor Drehende, da weiß ich es noch, dass er draußen war und hat gesagt, Peter ist ja schön, aber verstehe, du hast jetzt, das bleiben dir noch 3 Tage oder noch 4 Tage. Also, so. Das war so eine so versäumlicht. Dass du jetzt noch drehst, was zu drehen ist. Das habe ich auch. An anderen warst du noch mal draußen? Am Drehort? Ich war ein paar Mal draußen, aber. Du hast ein paar Mal. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich immer. Ich finde, der Regisseur sollte am Drehort der König sein. Ich finde auch, es ist völlig falsch, dass der Produzent da so oft auftaucht. Ja, ja. Weil ich weiß selber, was für eine Irrsinnsmühle man da drin ist. Und dass der Geist völlig blockiert ist von allen Fragen, die auf einen zukommen. Der muss ja fortwährend Entscheidungen treffen und die Leute führen und die Dialoge führen. Also der Produzent, der meint, der sollte sich da am Drehort begeben, der meines Erachtens, der liegt falsch. Ich glaube, du warst ziemlich zu Anfang des Films, nach einigen Drehtagen, warst du draußen mit einigen Journalisten, die du zusammengefunden hast. Und die haben sich natürlich sofort den Mund zerrissen, dass wir einen Schienenwagen hatten, wo doch Godard mit der Handkamera dreht und man das Zoom hat und wir haben nur feste Objektive. Und es kamen da so Artikel wie ein sehr konventionell erzählter Film und so. Das gehört ja zu meiner Aufgabe. Ich meine, ich musste die Journalie heranschaffen. Natürlich, klar. Und wir etwa wirklich ein großer, eigentlich war, Peter hat schon natürlich durch das französische Drehteam eine französische Attitüde reingebracht. Also es sah wirklich aus wie ein großer französischer Film von René Clair und es wäre auf dem La Campagne und es hat der Film ist auch, wir hätte nie jemand anders so drehen können wie du mit dem französischen Hintergrund. Nie. Das wäre anders geworden. Nie. Damals, die Zeit, waren natürlich die Franzosen sehr filmfixiert. Also der Unterschied war vielleicht, dass die Franzosen das nicht nur gesagt, sondern auch gedacht haben, wenn sie sagten, Film ist wichtiger als das Leben. Ja, das finde ich heute noch. Ja. Das finde ich ehrlich gesagt heute noch. Und das war eben, da wurden sie, haben wir sie doch zum Großteil, wurden sie in Deutschland, wenn man sowas gesagt hätte, würde man als Spinner bezeichnet. Ja. Ja, aber das fanden wir damals, wir waren uns völlig einig darüber, das immer noch. Und der Beweis ist auch da, dass jetzt diese Retrospektive und das ist wichtiger wie das Leben. Ja, klar. Das ich denke dann immer an, ich versuche den Peter immer zu pixen, dass er wieder den nächsten Film macht, weil ich finde, man sollte das ist eine endlose Geschichte, sollte das sein.